Kommen wir jetzt zu den Arrays. Array-Erzeugung sieht so aus. Das Schlüsselwort new, dann kommt der Typ, der Elementtyp und eckige Klammerpaare, eventuell mehrere. Und dazwischen steht ein Integer-Ausdruck. Was passiert, wenn ich ein Array erzeuge? Ja, es wird Speicherplatz auf dem Heap, das ist ein spezieller Speicherbereich, auf dem Heap reserviert. Integer-Ausdrücke, diese Integer-Ausdrücke, bestimmen die Anzahl an Elementen der jeweiligen Dimension. Und die Array-Elemente werden implizit initialisiert mit dem Default-Wert des Elementtyps. Beispiele: New, dann kommt der Elementtyp, Integer, 8. Das ist eine Array-Erzeugung, bei der 8 Speicherplätze für Integer-Variablen reserviert werden, die einzelnen Elemente. Also es werden 8 Elemente angelegt. Dieses Array besteht aus 8 Elementen, die jeweils Integer-Werte speichern können. Und die Initialisierung erfolgt mit dem Default-Wert für Integer, das ist 0. Oder ich kann hier auch beispielsweise hinschreiben int i gleich 3. Und hier müssen nicht Literale stehen, wie 8 und 2, sondern hier können beliebige Ausdrücke stehen. Also hier, der Wert, der jetzt in i gespeichert ist, das ist 3. New, float, Klammer auf, i, Klammer zu, Klammer auf, 2, Klammer zu. Hier werden jetzt i, also 3, mal 2 Speicherplätze für Float-Variablen reserviert. Das heißt, das Array besteht aus 3 mal 2, also 6 Variablen bzw. den Array-Elementen. Die Werte, die in diese einzelnen Elemente geschrieben werden können, sind Float-Werte.